Ja, hallo und willkommen zurück. In diesem Video werden wir eine Aussage begründen. Den ersten Teil habe ich im letzten Video begründet und das ist jetzt quasi der zweite Teil von dem gleichen Kästchen. Angenommen, wir haben eine quadratische Gleichung mit ganzzahligen Koeffizienten und wenn dann zumindest eine Lösung ganzzahlig ist, dann können wir sagen, dass beide Lösungen Teiler von Q sind. Und um das zu begründen, werden wir den Satz von Vietar verwenden. Genau, also diese Aussage haben wir bereits im letzten Video begründet. Und ja, wir brauchen für die Begründung des zweiten aber auch noch den Satz von Vietar. Wiederholen wir ihn einfach. Der Satz von Vietar hat ausgesagt, x1, x2 sind genau dann Lösungen von einer quadratischen Gleichung, wenn zwei Bedingungen gelten. Kannst du dich noch erinnern, welche zwei? Und nun die Auflösung. Wenn x1 und x2 addiert minus p ergeben und multipliziert q ergeben, dann, genau dann sind sie Lösungen dieser Gleichung. Das waren die beiden Voraussetzungen. Und dann können wir uns, glaube ich, auch schon darauf machen, diese Aussage zu begründen. Vielleicht überlegen wir uns noch einmal, was bedeutet Teiler sein. Weißt du es? Teiler heißt, wenn eine Zahl a ist genau dann ein Teiler einer Zahl b, wenn bei der Division von b durch a kein Rest bleibt. Angenommen, wir haben jetzt 3 und 27, dann ist 3 ein Teiler von 27, weil 27 durch 3 9 ergibt und kein Rest bleibt. Aber 27 ist kein Teiler von 3, weil 3 durch 27 würde 27 Rest ergeben. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir vielleicht gleich dazu über, zu überlegen, was wir für die Begründung brauchen. Vielleicht, nachdem wir bei der ersten Aussage diesen Teil verwendet haben, vielleicht hast du schon vermutet, dass wir den Teil noch verwenden werden. Genau, und das werden wir auch. Wir brauchen allerdings noch eine zweite Sache, nämlich genau die erste Aussage. Und wenn wir uns jetzt diese beiden Sachen gemeinsam genau anschauen, also wir haben x1 mal x2 ist q. Wir wollen zeigen, dass wenn eines der Lösungen ganzzahlig ist, dass beide Lösungen Teiler von q sind. Nun, wenn eine Lösung ganzzahlig ist, wissen wir von der ersten Aussage, dass die andere auch ganzzahlig ist. Das heißt, im Prinzip sind dann beide Lösungen ganze Zahlen. Und q ist natürlich auch noch eine ganze Zahl. Das ist auch eine der Voraussetzungen. Naja, gut, und wenn wir jetzt das haben, dann können wir zum Beispiel durch x1 dividieren und hätten dann q durch x1 ist x2. Und hätten also die Tatsache, dass wenn wir q durch x1 dividieren, dann eine ganze Zahl rauskommt. Denn x2 ist ja eine ganze Zahl. Das heißt, es bleibt gar kein Rest. Das heißt, x1 ist ein Teiler von q. Dasselbe können wir auch mit x2 versuchen. Wenn wir jetzt sagen, x2, wir dividieren durch x2, dann haben wir x1 ist gleich q durch x2. Aber x1 ist ja eine ganze Zahl. Das heißt, wir wissen, wenn wir q durch x2 dividieren, kommt eine ganze Zahl raus, also bleibt kein Rest und x2 ist damit auch ein Teiler von q. Das heißt, x1 und x2 sind beides Teiler von q. Gut, nachdem das Ganze eben sehr viel mit Überlegen zu tun hatte, bitte ich dich am Ende noch einmal, dass diese Aussage im Kopf durchzugehen und zu versuchen, es mündlich einer anderen Person zu erklären. Diese Person muss jetzt nicht existieren. Es geht nur darum, dass du dir vorstellst, du müsstest es jemand anderen erklären, wie würdest du es dann in deine eigenen Worte fassen. Und wenn du damit fertig bist, sind wir auch schon am Ende dieses Videos und hoffentlich bis gleich im nächsten Video.